Bewegtbild aus dem Vogelsberg. VBTV wird präsentiert vom Lauterbacher Anzeiger, der Oberhessischen Zeitung und von Taxi Vulkanblitz. Der kulinarische Goldbarren des Vogelsbergs ist das Beudeljes. VBTV hat sich auf den Weg gemacht und einmal hinter die Kulissen geschaut. Was genau hat es mit dem Vogelsberger Nationalgericht auf sich? Ach, der Name Beutelches ist im Vogelsberg relativ weit verbreitet, wobei sich das auch ein bisschen unterscheiden kann. Vogelsberg ist groß und Dialekt auch von Dorf zu Dorf verschieden. Also wenn ich in Lauterbach jetzt zum Beispiel was von Beutelches erzähle, gucke ich nämlich schräg an. Bei denen ist es ein Beutelches und ich sage mal, das Beutelches erschließt dann eher das Ganze vom Namen her. Wenn wir das mal hier so nehmen, so ein Beutel, so ein Leinsäckchen, in dem es gekocht wird, ja, wissen wir schon, wo wir sind. Vogelsberg, unser Nationalgericht. Seit wann gibt es denn Beudeljes? Das hat eine sehr lange Tradition. Also ganz ursprünglich vermutet man mal so, war das wirklich ein ganz arme Leutsessen. Ist es vom Prinzip ja eigentlich immer noch, wenn man heute die Arbeit natürlich dazu rechnet, die Arbeitslöhne, so ist es gar nicht mehr so arm. Ja, die Leute hatten früher was übrig, irgendwie im nördlichen Vogelsberg haben sie früher gesagt, wir machen in diese Kartoffelmasse Wurstreste mit rein, die wir übrig haben vom Frühstück oder vom Abendessen, die schneiden wir mit rein. Woanders, da hatten sie vielleicht ein bisschen mehr Geld übrig, da haben sie schon mal ein bisschen Fleisch reingeschnitten. Höherwertig will ich es nicht nennen, aber immer noch was, was sich der Bauer auch leisten konnte und für die Familie. Und da wird auch nicht welche zwei Portionen angefangen zu kochen, sondern dann gleich für fünf, sechs oder wenn dann die Hilfen auf dem Land noch mit dabei waren, der Knecht oder die Magd oder wer auch immer, wurde dann immer schön mit dabei geschnippelt und damit auch jeder satt wird, da kam halt Fleisch mit rein, Lauch mit rein oder halt wie gesagt Wurst, Schwaddemare heute wird reingeschnitten. Also es ist sehr unterschiedlich, so wie der Name im Vogelsberg teilweise unterschiedlich ausgesprochen wird, so sind auch manchmal die Inhalte des Ganzen. Auch ein bisschen abgewandelt, aber das Grundprinzip ist immer das gleiche, Kartoffeln mit ordentlich was drin und das Ganze in Leinensäckchen gekocht, also im Beutel. Was kommt rein in die Beudeljes? Also wir machen seit Jahren eigentlich Schweinebauch, geschnittener Schweinebauch, gepökelt. Mittlerweile, es soll ja immer ein bisschen magerer werden. Die Leute wollen nicht mehr so fett essen, wie es früher mal war. Mittlerweile ein Drittel Schulter. Also Schweinebauch zu zwei Dritteln und ein Drittel Schweineschulter. Ja, dann kommen wir damit gut mit klar. Mittlerweile wird natürlich auch gefragt nach vegetarischen Varianten. Wir machen ein ganzes Buffet, man kann das durchaus erweitern in den Wildwochen mit einer Lammkeule mit drin, mit einer Wildschweinkeule mit. Also das Fleisch lässt sich da ständig variieren. Das ist fast wie eine Pizza, will ich es mal nennen. Also ja, man kann da wahnsinnig viel tauschen mit einem wunderbaren Spargel, weißer und grüner Spargel, ein Schinken mit drin und eine Zwiebelhollandaise dabei. Also das kann man richtig edel aufbauen, dieses ursprüngliche Armeleutsessen. Beudeljes? Und da war doch noch was, oder? Gehört aber Soße zu. Und selbst die ist auch wieder unterschiedlich. Bei uns gibt es eine braune Zwiebelsoße, also eine richtige Bratensoße mit Zwiebeln angedünstet. In Nachbarorten, da wird eine helle Speckzwiebelsoße dazu gemacht. Es gibt hier einzelne Orte, die machen das, wenn es dann mal was übrig bleibt, kalt, in Scheiben geschnitten, gebraten und essen dann Essig oben drüber. Ja, jedem wieder Geschmack so, wie der Schnabel gewachsen ist. Wie viele Portionen werden produziert? Ein Sack ist eine Portion, das sind so, ich sag mal, diese Säckchen hier, sind so um die 850 Gramm, wenn das fertig ist, pro Portion. Das ist natürlich schon eine ordentliche Menge, wenn man sieht, Kartoffeln und Fleisch. Aber es gibt wirklich Leute, die essen auch nochmal eine Suppe vorne weg. Und dann, ach, ich brauche ordentlich Soße, doppelt so viel wie die anderen. Und dann machen wir auch schon, sagen wir, an die 300 Milliliter Soße mit dabei pro Portion. Also Beudeljes soll bei den meisten Leuten schon schwimmen. Ja. Und dann hat man so mindestens mal, wenn wir sagen, 150 Portionen, die man schon mal am Mittag hat und was man über den Tag noch verkauft dann. Und was sagen nun die Gäste dazu? Wir kommen extra aus Bad Orb, um Beudeljes zu essen. Das ist das Vogelsberger Beudeljes. Das schmeckt uns so gut, dass wir von September bis April mindestens einmal im Monat herkommen. Und heute nehmen wir sogar zwei Portionen für die Nachbarn mit. Es ist einzigartig, es ist unvergleichlich, der Geschmack wie die Zubereitung. Es ist einfach ein Vogelsberger Traditionsessen, was wir in diesen Jahren, wo wir hierher kommen, kennen, schätzen und lieben gelernt haben. Bewegtbild aus dem Vogelsberg. VBTV wird präsentiert vom Lauterbacher Anzeiger, der Oberhessischen Zeitung und von Taxi Vulkanblitz.